Meine Damen, meine Herren, dann legen wir los. Ich freue mich sehr, dass Sie sich gemessen an der Tatsache, dass wir heute einen anderen Raum haben und gemessen an der Tatsache, dass wir heute die letzte Stunde und wenige Tage vor Weihnachten haben, dass Sie sich trotzdem oder gemessen daran noch so zahlreich eingefunden haben hier zum BGB-AT. Wir waren stehen geblieben bei allgemeinen Geschäftsbedingungen und wir hatten uns in der letzten Stunde ausführlich damit befasst, was denn die Tatbestandsmerkmale, also die Begriffsmerkmale von allgemeinen Geschäftsbedingungen sind. Und zu welchem Schluss waren wir da gekommen? Wann liegen AGB vor, die einer Inhaltskontrolle dann eben auch unterzogen werden können? Was waren die Begriffsmerkmale von AGB? Welche Norm prüfen Sie und welche Tatbestandsmerkmale prüfen Sie? Bitte. Genau, aber welche Norm sagt uns genau, was AGB sind? Jawohl, 305 Absatz 1 und dann Satz 1, ganz genau. 305 Absatz 1, genau, da steht drin, was AGB sind. Und welche vier Begriffsmerkmale haben AGB? Also es müssen Vertragsbedingungen sein. Ja. Vorformuliert sein für eine Vielzahl von Verträgen und sie müssen bestellt worden. Ja, ganz genau. Also, es müssen Vertragsbedingungen sein, die müssen vorformuliert sein. Für eine Vielzahl von Fällen müssen die vorformuliert sein. Und viertens müssen sie vom Verwender gestellt sein. Okay, das waren die Begriffsmerkmale, die wir uns angeschaut hatten. Wir hatten zu den einzelnen Begriffsmerkmalen, insbesondere zu den Merkmalen 2 und 3, also zu vorformuliert und zu für eine Vielzahl von Fällen, hatten wir uns einige Sachen klargemacht. Insbesondere, dass zum Beispiel auch eine geistige Vorformulierung genügt, also dass man es nicht schriftlich abgefasst haben muss. Und dass es auch genügt, wenn sie nicht vom Verwender selbst, sondern von einem Dritten mit der Absicht der Vielfachverwendung vorformuliert wurden. Ganz genau. So, und dann waren wir hier stehen geblieben bei der Einbeziehung von AGB. Wir haben uns gefragt, ja, also wenn wir AGB haben, wann werden die denn überhaupt Vertragsbestandteil? Wenn die gar kein Vertragsbestandteil werden, die AGB, dann kann der Verwender aus ihnen logischerweise auch keine für ihn günstigen Rechtsfolgen herleiten. Und wir hatten uns schon den 305 Absatz 2 gemeinsam durchgelesen und hatten gesehen, dass da drei Voraussetzungen genannt sind, damit AGB Vertragsbestandteil werden. Und zwar, da steht drin, dass der Vertragspartner des Verwenders ausdrücklich auf die AGB hingewiesen werden muss oder wenn ein ausdrücklicher Hinweis nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses darauf hinzuweisen ist, dass zweitens dadurch der Vertragspartner die zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme haben muss und, wir hatten gesagt, ein kleines bisschen versteckt, aber eigentlich auch total logisch, wir befinden uns ja im Bereich der Rechtsgeschäftslehre, steht da drittens drin, dass der Vertragspartner ausdrücklich oder konkludent sich mit den AGB einverstanden erklären muss. Sonst sind sie eben nicht Vertragsbestandteil geworden. Ich zeige Ihnen mal drei Beispiele dazu. Beispiel Nummer 1. K. fährt mit seinem Auto in das Parkhaus des V. Bei der Einfahrt hängt dort eine sichtbare Tafel, auf der zwei Klauseln abgedruckt sind. Wie schaut's aus? Prüfen Sie mal diese Voraussetzungen 1, 2, 3 durch in diesem Beispiel. Der fährt ins Parkhaus rein und bevor der da reinfährt, hängt da so eine Tafel, da stehen zwei Klauseln drauf, auf dieser Tafel. Sind diese, und wir gehen mal davon aus, dass das AGB sind. Ja, wir sagen mal, die sind vorformuliert, natürlich sind sie vorformuliert für eine Vielzahl von Fällen. Klar, da kommen ja ganz, ganz viele Leute rein. Natürlich sind es Vertragsbedingungen und die sind auch vom Verwender, nämlich vom Parkhausbetreiber vorgestellt. Bitte. Also das erste Merkmal, dass sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden müssen oder dass das ja. Genau, wobei Sie, wenn Sie sagen, es wurde nicht ausdrücklich hingewiesen, aber hängt am Ort, das heißt ja hier, oder wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist. Also es ist nicht so, dass man quasi einfach wählen kann, Aushang oder Hinweis, sondern normalerweise ausdrücklicher Hinweis, es sei denn, der ist nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich. Was würden Sie da sagen? Ja genau, 24/7 geöffnet, das Ganze ist ein Massengeschäft natürlich, ja, wäre schon so ein bisschen komisch, wenn immer da einer steht und jeden, der da reinfährt, auf die AGB hinweist. Deswegen würde ich in der Tat auch sagen, hier genügt in der Tat ein deutlich sichtbarer Aushang, also Tatbestandsmerkmal 1 ist erfüllt. Wie sieht es aus? Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme? Ja, zwei Tafeln kann man eigentlich recht schnell lesen. Ja, würde ich auch sagen, ja, da hängt die Tafel, die ist gut sichtbar, ja, und da ist definitiv die zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme gegeben. Wie gesagt, körperliche Behinderung können wir rauslassen, spielt ja gar keine Rolle. Und wie sieht es aus? Hat die andere Vertragspartei, also sprich hier der K, sich mit der Geltung der AGB einverstanden erklärt?
Genau, so ist es, ja. Er hat sich konkludent dadurch einverstanden erklärt, dass er in dieses Parkhaus eingefahren ist. Okay, 1, 2, 3, ich blende es Ihnen nochmal ein. So, also, aufgrund der Art des Vertragsschlusses war ein ausdrücklicher Hinweis unzumutbar, deutlich sichtbare Aussagen ist vorhanden, zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme für den K dadurch ja, und er hat sich auch konkludent einverstanden erklärt mit der Geltung der AGB dadurch, dass er da reingefahren ist, und deswegen werden die AGB hier Vertragsbestandteil. Bitte. Also das wäre natürlich, also kommt natürlich, klar kommt es darauf an, ob dieser auch mal deutlich sichtbar ist oder ob die versteckt ist, keine Frage. Also wenn man das Gefühl hat, da hat der Verwender die Tafel so ausgehängt, dass sie möglichst versteckt ist, damit man sie möglichst nicht sieht, dann wären sie nicht Vertragsbestandteil. Wenn es aber ein deutlich sichtbarer Aussagen ist, also wenn das am Eingang hängt und man das angucken kann, dann genügt es. Überhaupt ist es tendenziell so, dass die Rechtsprechung mit der Einbeziehung der AGB eher großzügig ist. Ja, wie gesagt, liest eh keiner. Ja, und haken eh alle für sich ab, deswegen bei der Einbeziehungsfrage, da scheitert es tatsächlich relativ selten, übrigens auch in der Klausur. Ja, also die Einbeziehungsfrage ist meistens relativ unproblematisch und da ist man meistens, sagen wir mal, sehr viel gnädiger, als es das Gesetz eigentlich erahnen lässt. Gut, dann ein zweites Beispiel will ich Ihnen noch zeigen, was auch ziemlich klar ist. K. will das Auto des V. für 10.000 Euro kaufen und sendet dem V. ein entsprechendes Angebot. V. antwortet, lieber K., vielen Dank, mit deinem Angebot bin ich einverstanden. Beiliegen findest du noch meine AGB. 1, 2, 3, prüfen Sie durch. Ausdrücklicher Hinweis, ja oder nein? Aus, ja? Ja, er schreibt ja, findest du meine AGB, also dementsprechend ist es halt ausdrücklich erklärt worden. Genau. Wie sieht es aus? Ausdrücklicher Hinweis plus, selbstverständlich. Wie sieht es aus? Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme? Ja? Ja, klar ist sie gegeben. Ja, der hat die AGB dabei gelegt. Ja, also mehr zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme geht eigentlich gar nicht. Drittens, Einverständnis des K mit den AGB des V? Ja? Ja, genau, nö, ist nicht da. Der hat sich nie einverstanden erklärt mit diesen AGB. Deswegen sind natürlich hier zu diesem Zeitpunkt die AGB nicht wirksam einbezogen. Der hat ja nie sein Einverständnis erklärt. Sondern was hat der da abgegeben, als der gesagt hat, ja, gerne, hier sind meine AGB. Was ist das der Sache nach? Was ist das in der Sache? Ja? Genau, das ist eine modifizierende Annahme und deswegen ein neuer Antrag nach 150 Absatz 2. Ganz genau, das ist nichts anderes als ein modifizierendes, als eine modifizierende Annahme und damit ein neues Angebot. Okay, also wenn der eine sagt, pass mal auf, ich biete hier 10.000 Euro fürs Auto, der andere sagt, alles klar, hier sind noch meine AGB, dann ist das eine modifizierende Annahme und deswegen ein neuer Antrag. Hier sind also logischerweise noch keine AGB wirksam einbezogen. Erst wenn dann hier wiederum der K sagen sollte, alles klar, ich bin auch mit den AGB einverstanden, dann sind sie wirksam einbezogen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls. So, Beispiel Nummer 3. Da heißt es, K will sein Auto in der Waschanlage des V waschen. Zu diesem Zweck kauft er bei V an der Kasse ein Waschticket. Als K mit seinem Auto in die Waschanlage hineinfährt, befindet sich am Eingang ein Aushang mit einigen Klauseln. Wer weiß, wie oft genau so vorgekommen. So, wie schaut es denn hier aus? Also, der kauft, das kennen Sie ja, ne? Kauft in der Waschanlage, kauft er so ein Waschticket, was er dann da hinten reinstecken soll, damit die Waschanlage auch loslegt, wenn das Auto drin steht. So, und nachdem er das Waschticket gekauft hat, geht er mit seinem Auto zur Waschanlage und mit der Karte. Und an der Waschanlage ist ein Aushang und da steht, wofür alles nicht gehaftet wird. Sind diese AGB wirksam einbezogen worden? Bitte. Ja, ganz genau. Bei Vertragsschluss hätte er darauf hinweisen müssen auf diese AGB oder hätten sie sichtbar aushängen müssen. Bei Vertragsschluss heißt es in 305 Absatz 2 und das war nicht bei Vertragsschluss. Denn das ist alles quasi erst nachträglich hinzugekommen. Der Vertrag wurde ja bereits an der Kasse geschlossen und an der Kasse, ja, da war überhaupt keine Rede von den AGB und da hingen sie auch nicht aus. Ja, die AGB kamen erst ins Spiel, als der Vertrag längst geschlossen worden ist und dann ist es natürlich zu spät. Logisch? Gut, wunderbar. Wie gesagt, nochmal Klausurhinweis. In diesen Beispielen 2 und 3, da fehlt es tatsächlich an der Einbeziehung der AGB. Allerdings kann ich Ihnen für Klausuren allgemein sagen, Einbeziehungsprobleme bei 305 Absatz 2 stellen sich eher selten. Die Rechtsprechung ist da tendenziell großzügig, ja, lässt wie gesagt auch einen Aushang genügen, wenn der mehr oder weniger gut sichtbar ist.
Und in der Klausur ist es oftmals so, dass Sie gar nicht so aufwendig prüfen müssen, sondern dass Sie einfach in einem Satz sagen können, die AGB wurden nach 305 Absatz 2 wirksam einbezogen. Es sei denn natürlich, Sie haben so einen Fall wie hier in Beispiel 2 und 3, wo das nicht der Fall ist. Aber ansonsten können Sie meistens die Einbeziehung nach 305 Absatz 2 relativ schnell abhandeln. So, das war die Einbeziehung nach 305 Absatz 2. Es gibt allerdings im BGB noch eine weitere Einbeziehungsproblematik, und zwar ist das der 305c Absatz 1. Der zählt nämlich systematisch auch noch zur Einbeziehung und nicht zur Inhaltskontrolle. Schauen Sie mit mir da rein. 305c Absatz 1. 305c Absatz 1. 305c Absatz 1, da heißt es, Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil. Also überraschende Klauseln, die werden nicht Vertragsbestandteil, und überraschend sind eben solche Klauseln, steht hier drin, das ist nicht so wahnsinnig aufschlussreich, aber es heißt, die nach den Umständen und nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit diesen Klauseln nicht rechnen muss. Der Sinn des 305c Absatz 1 ist natürlich, sage ich mal, ein allgemein rechtsgeschäftlicher, nämlich welcher? So ganz, ganz grob gesagt. Ja, bitte? Ja, Sie sagen jetzt Verbraucherschutz, aber die 305 folgenden gelten ja nicht nur im B2C-Verhältnis, die gelten ja auch zwischen Unternehmern und zwischen Verbrauchern. Deswegen greift Verbraucherschutz wie meistens bei AGB etwas zu kurz. An welche rechtsgeschäftlichen Grundsätze erinnert Sie das, wenn es hier heißt, wenn etwas so ungewöhnlich ist, dass man sich damit nicht rechnen muss? Bitte? Gut, das kann natürlich im Einzelfall sogar eine Täuschung sein, natürlich. Ja, also wenn man da jemandem was unterjubelt, dann kann das schon eine Täuschung sein. Vielleicht ein klein bisschen weniger, eine Nummer kleiner als eine Täuschung. Ja? Na, sittenwidrig muss das Rechtsgeschäft nicht sein. Kann ja einfach sein, dass es die eine Partei benachteiligt. Dann muss es nicht gleich sittenwidrig sein. Also, erinnern Sie sich nochmal zurück an die Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont. Wenn Sie sich erinnern an die Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont, dann ist es ja so, normalerweise sind Willenserklärungen eben so auszulegen, wie ein redlicher Dritter sie nach der Verkehrssitte verstehen muss und verstehen darf. Und in diese Kerbe gewissermaßen haut auch der 305c Absatz 1 rein. Wenn nämlich eine Vertragsbedingung so ungewöhnlich ist, dass ich damit überhaupt nicht rechnen muss, dann ist gewissermaßen die eigentliche Willenserklärung, die der Verwender der AGB abgibt, so auszulegen, dass diese Klausel nicht dazugehört. Ich zeige Ihnen einfach mal Beispiele dazu, dann wird das Ganze vielleicht ein kleines bisschen plastischer. Zunächst mal, Beispiel 1 ist ehrlich gesagt ein relativ unrealistisches Beispiel, weil ich sowas in der Praxis jetzt noch nie gesehen habe. Heißt nicht, dass das nicht vorkommt, aber mir ist jetzt noch nie begegnet. Sie finden aber in jedem Lehrbuch einen Fall, der so gestrickt ist oder ähnlich. Schauen wir mal rein. K kauft bei V einen Fernseher. Nach einer Woche werden ihm Exemplare einer Fernsehzeitung zugestellt. K entdeckt daraufhin, dass sich in dem von ihm unterschriebenen Kaufvertrag eine Klausel befindet, wonach er ein Jahresabo einer Fernsehzeitschrift abschließt. Was würden Sie sagen? Ist das eine überraschende Klausel, wenn da im Kaufvertrag drinsteht, übrigens, Sie beziehen auch noch die, was weiß ich, die TV-Movie oder sonst irgendwas zum Vorzugspreis von 250 Euro im Jahr? Ja? Ja, also die Fernsehzeitschrift hat ja mit dem Kaufvertrag über den Fernseher nichts zu tun. Ja. Ja, selbstverständlich. Ja, also die Fernsehzeitschrift steht zwar insofern in vagem Zusammenhang damit, als ein Fernseher gekauft wird. Trotzdem ist es natürlich völlig klar, jemand, der einen Fernseher kauft, hat zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise zu erkennen gegeben, dass er gerne auch eine Fernsehzeitschrift abonnieren möchte. Ja, also dieser Konnex ist im Grunde ein völlig abwegiger. Deswegen ist der Fall auch eher unrealistisch. Also ein Unternehmen, das sowas macht, da wäre aber was los. Deswegen, das würde der Markt wahrscheinlich sogar schon regeln. Das ist natürlich selbstverständlich eine überraschende Klausel nach 305c Absatz 1. So, und jetzt wie gesagt nochmal, diese Geschichte mit der Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont, das kann man an diesem Beispiel eigentlich sehr gut sehen. Wenn ich in ein Fernsehgeschäft gehe und der Verkäufer sagt mir, möchten Sie diesen Fernseher kaufen, dann ist das gewissermaßen, ich sage jetzt mal untechnisch, seine Hauptwillenserklärung. Und wenn ich dann sage ja, dann rechne ich natürlich nicht damit und muss auch nicht damit rechnen, dass in dieser Willenserklärung was drin ist, wie übrigens ein Fernsehzeitschriften-Abo nimmst du gleich auch noch mit dazu. Okay? Wie gesagt, macht rechtsgeschäftlich absolut Sinn. Ja, mir kann nicht irgendwas untergejubelt werden, womit ich überhaupt nicht rechnen muss, bloß weil der Verwender weiß, na ja, die AGB liest er sich halt nicht durch. Bitte. Wie ist es, wenn der Fernseher zum Beispiel den Standort tracken sollte?
Wenn der Fernseher was hätte? Ein? Also warum sollte der Fernseher ein Standort-Tracking haben? Einfach so. Einfach so. Also sozusagen aus Stalking-Gründen gewissermaßen. Und das steht in den AGB drin, oder wie? In den AGB steht drin, Sie verpflichten sich hiermit dazu, dass Sie ständig Ihre Location an uns durchgeben. Ja, natürlich ist das überraschend. Das ist eine völlig andere Frage. Also wer das prüft oder ob es auffliegt, ist da keine rechtliche Frage. Ja, also ich denke mal schon, dass das irgendwann auffliegen wird. Ja, vermutlich, weil dann irgendwie irgendeine Stiftung Warentest oder sowas oder irgendwelche Tester oder YouTube-Review oder wer auch immer, das Ding mal unter die Lupe nehmen und das rausfinden. Aber wie das jetzt auffliegt, ist da keine juristische Frage. Hat also mit 305c Absatz 1 nichts zu tun. Ja, aber natürlich, selbstverständlich wäre so eine Klausel überraschend, dass man sich quasi einfach so ohne Anlass sich dazu verpflichtet, immer seine Location durchzugeben. Selbstverständlich ist das überraschend. Gut, also wie gesagt, das ist ein ja, wohl eher Lehrbuchfall, aber ist wahrscheinlich auch schon, würde ich mal tippen, weiß es nicht genau, aber ist bestimmt schon irgendwie auch mal vorgekommen. Also wenn der Verwender glaubt, er kann ja einfach irgendeinen abwegigen Quatsch in die AGB reinschreiben, also was wirklich abwegig ist, womit der Vertragspartner nicht rechnen muss, dann wird das nicht Vertragsbestandteil. Ist also nicht Vertragsbestandteil und unwirksam, sondern wird gar nicht erst Vertragsbestandteil. Ein bisschen ein realistischeres Beispiel, weil das ist nämlich tatsächlich häufig vorgekommen, habe ich hier im Beispiel 2. Das ist zwar ein kleines bisschen komplizierter, weil es sozusagen ein bisschen in Anführungszeichen ins Bürgschaftsrecht geht, aber das können wir leisten, auch im ersten Semester. B verbürgt sich für eine Schuld, die S bei der G-Bank hat. In der von B unterschriebenen Bürgschaftserklärung befindet sich eine Klausel, wonach sich B auch für alle weiteren gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten des S bei G verbürgt. So, Fall klar? Also, S ist Darlehensnehmer, Hauptschuldner, und hat ein Darlehen bei der G-Bank. So, jetzt verbürgt sich der B für diese Forderung. Ja, also der B verbürgt sich für die Forderung von G gegen S. So, und jetzt schreibt die G-Bank was Cleveres in diese AGB rein. Die schreibt da rein, ja, die Bürgschaft, die umfasst jetzt nicht nur diese Verbindlichkeit, sondern B verbürgt sich auch für alle weiteren gegenwärtigen und sogar künftigen Verbindlichkeiten von G gegen S. Ja, das heißt also, wenn jetzt G noch weitere Forderungen gegen S haben sollte, dann sind die auch von der Bürgschaft umfasst, laut dieser AGB. Und wenn künftig neue entstehen sollten, entweder weil S irgendwie neue Schulden macht bei G oder bei der Umschuld oder warum auch immer, also wenn irgendwie G neue Forderungen gegen S erwirbt, dann sollen die auch von der Bürgschaft umfasst sein. So, warum ist das selbstverständlich auch eine überraschende Klausel? Finde ich völlig offensichtlich. Im Grunde ist es hanebüchen, dass man sowas ernsthaft versucht hat. Bitte. Aber selbstverständlich, ja, der hat sich für diese eine Forderung, also für diesen Anlasskredit, da wollte er sich verbürgen, aber halt auch nur dafür. Und natürlich ist es überraschend, wenn man sagt, du pass mal auf, du bürgst aber jetzt gar nicht nur für diese Forderung, sondern auch noch für, keine Ahnung, potenziell 50 weitere. Das ist, ehrlich gesagt, finde ich persönlich ein kleines bisschen so, wie wenn Sie jetzt in ein Autogeschäft gehen und Sie kaufen da einen, was weiß ich, wir sagen mal einen BMW 1er kaufen Sie da und jetzt unterschreiben Sie den Kaufvertrag bezüglich des BMW 1er und in dem Kaufvertrag steht jetzt drin, über diesen konkreten BMW 1er hinaus erwerben Sie auch noch alle weiteren Autos aus diesem Kfz-Handel und auch alle künftigen Autos, die sich dort befinden werden. Der völlig absurd. Ja, und genauso absurd finde ich das aber ehrlich gesagt da auch. Also, dass die Bank ernsthaft auf so eine Idee kommt, da reinzuschreiben, ja gut, dann legen wir den Bürger mal an die Kette, dann soll er einfach für alle gegenwärtigen und alle künftigen Verbindlichkeiten bürgen, ohne dass er es merkt, das ist schon ziemlich wild. Und deswegen ist die Rechtsprechung da nicht nur gut beraten, sondern auch absolut im Recht, wenn sie das kassiert nach 305c Absatz 1. System ungefähr klar? Wie gesagt, also nicht alles das, was irgendwie so ein bisschen benachteiligend ist, fällt unter 305c, sondern unter 305c Absatz 1, damit, sage ich mal, sortiert man den wirklich groben Schmutz, den sortiert man damit aus. Also solche Quatschfälle wie hier in Beispiel 1 und Beispiel 2, wo man sagt, also das ist wirklich ein Unsinn, damit muss der Vertragspartner des Verwenders nicht rechnen, das fällt unter 305c Absatz 1. Verstanden? Gut, alles klar. Dann gehen wir, ein letzter Klausurhinweis habe ich noch für Sie, bevor wir weitergehen. Und zwar, der Überraschungseffekt entfällt, wenn, und das würde in der Klausur eben ausdrücklich drinstehen, der Überraschungseffekt entfällt, wenn der Vertragspartner ausdrücklich und explizit auf die Klausel aufmerksam gemacht wird. Dann entfällt der Überraschungseffekt. Dann kann zwar immer noch eine Unwirksamkeit vorliegen, nach 307, 308, 309,
Also die Inhaltskontrolle wird dadurch nicht entbehrlich, aber der Überraschungseffekt, der entfällt, wenn ausdrücklich und explizit ein Hinweis seitens des Verwenders erfolgt. Okay? Gut. Dann beschäftigen wir uns mal gemeinsam mit der Auslegung von AGB und da habe ich zwei Punkte für Sie. Der erste Punkt ist eigentlich nicht so wichtig, der zweite Punkt ist sehr wichtig. Beginnen wir mit dem, was ich nicht so wichtig finde. Es ist so, die Rechtsprechung sagt bei der allgemeinen Auslegungsregel von AGB Folgendes. Die Rechtsprechung sagt, es kommt entgegen den allgemeinen Grundsätzen nicht darauf an, wie der Vertragspartner eine Klausel im Einzelfall, also in diesem konkreten Fall, verstehen musste, sondern bei der Auslegung von AGB, da ist eine generalisierende Auslegung maßgeblich. Ich habe es Ihnen hier eingeblendet, wie die AGB nach ihrem objektiven Inhalt und typischen Sinn von verständigen Vertragspartnern der entsprechenden Verkehrskreise verstanden werden. Ist das ein großer Unterschied? Kann im Einzelfall schon mal sein, aber ist der Unterschied jetzt generell riesig groß? Ist das jetzt ein Wahnsinnstwist bei der Auslegung von AGB? Bitte? Ich würde auch sagen, nein, warum nicht? Also halt in der Regel, wie es quasi jetzt ein Dritter verstehen würde oder wie derjenige Vertragspartner verstehen würde, wenn es da im Einzelfall auseinandergehen und so fahren Ja, es ist ja vor allem so, dass das, was der BGH hier schreibt, sozusagen verständige redliche Vertragspartner des entsprechenden Verkehrskreises, das ist ja was, was ja auch hier oben berücksichtigt werden müsste. Bei der Auslegung im Einzelfall müsste ja auch berücksichtigt werden. Ja, das heißt, also das ist nichts, wo man sagt, wo ich jetzt sagen würde, das fällt wahnsinnig häufig auseinander. Deswegen ist es auch nicht so wahnsinnig wichtig. Also es ist ganz gut, dass Sie schon mal wissen, es gilt eine objektiv generalisierende Auslegung. Das ist schon nicht schlecht, wenn Sie es im Kopf haben. Aber das ist nicht der Gamechanger schlechthin. Viel wichtiger ist das Zweite. Viel wichtiger ist das Zweite, nämlich die sogenannte Unklarheitenregel. Und die steht in 305c Absatz 2. In Absatz 1 hatten wir die überraschenden Klauseln. In 305c Absatz 2 da heißt es, ein bisschen kryptisch, Zweifel bei der Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Verwenders. Zweifel gehen zu Lasten des Verwenders. So, was bedeutet das denn? Zweifel gehen zu Lasten des Verwenders. Wenn Sie da mal sich irgendwie ein Beispiel überlegen. Man denkt nämlich da intuitiv eigentlich immer zuerst in die falsche Richtung. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn Sie jetzt zuerst mal in die falsche Richtung, was heißt falsche Richtung, aber in eine Richtung, in die man letztlich nicht geht. Bitte. Okay, also machen wir mal ein konkretes Beispiel, wie gesagt, jetzt mal ungeachtet dessen, ob das jetzt wirksam wäre oder nicht. Wir sagen mal, in den AGB steht jetzt drin, oder es ergibt sich nicht klar aus den AGB, ob die Ware durch den Vertragspartner nach 3 oder nach 4 Wochen zurückgesendet werden muss. Ja, unterstellen wir mal diesen Fall, ja. Ist es nicht klar, ob das steht, nach 3 Wochen muss der Vertragspartner zurücksenden oder nach 4 Wochen. Was würden Sie dann annehmen nach 305c Absatz 2? Also in dem Fall, dass sozusagen halt erst nach 4 Wochen zurückgeschickt werden darf, in dem Fall. Genau. Okay, das ist das, woran man zunächst mal wahrscheinlich denken könnte. Wenn man sagt, okay, da ist also eine AGB, die kann in einem günstigen Sinne für den Vertragspartner auszulegen sein oder in einem günstigen Sinne für den Verwender auszulegen sein. Da würde man aber 305c Absatz 2 wahrscheinlich zunächst mal denken, ja klar, Zweifel gehen zulasten des Verwenders, also ist die AGB Vertragspartner günstig und verwenderfeindlich gewissermaßen auszulegen. Das ist das, was eigentlich nahe läge. Allerdings ist es so, dass man diese Auslegung erst in einem zweiten Schritt wählt. In dem ersten Schritt macht man was anderes und das ist zunächst mal kontraintuitiv, aber wenn man es einmal kapiert hat, total logisch. Im ersten Schritt macht man es nämlich genau umgekehrt. Im ersten Schritt bedeutet die Auslegung nach 305c Absatz 2, man nimmt die kundenfeindlichste Auslegungsmöglichkeit. Die Kunden, also die Vertragspartner des Verwenders, feindlichste Auslegungsmöglichkeit. Also das, was für den Vertragspartner des AGW-Verwenders am schlechtesten ist. Kann sich jemand denken, warum? Warum ist es sinnvoll und warum ist es auch tatsächlich im Sinne dieses 305c Absatz 2 und warum ist es tatsächlich im Sinne des Vertragspartners, dass die AGB in einem ersten Schritt erstmal kundenfeindlich ausgelegt werden?
Warum ist das tatsächlich sogar im Sinne des Vertragspartners, dass die AGB für ihn in einem ersten Schritt erstmal super ungünstig ausgelegt werden, so ungünstig, wie es irgend geht? Ja? Weil der Vertragspartner dadurch eventuell unangemessen benachteiligt werden könnte und damit ja. Genau so ist es. Wenn wir die AGB möglichst kundenfeindlich auslegen, dann ergibt sich aus dieser Auslegung ja vielleicht eine unangemessene Benachteiligung. Und dann ist die AGB ja ganz weg. Nach 307 Absatz 1 Satz 1. Und wenn die AGB ganz weg ist, dann ist es das Beste für den Vertragspartner des Verwenders. Logisch? Ich blende es immer kurz ein. Also 305c Absatz 2, dieses Zweifel gehen zu Lasten des Verwenders, was zunächst mal so ein bisschen neutral, kryptisch, unscheinbar formuliert ist, bedeutet Folgendes. Zunächst ist die kundenfeindlichste Auslegung zu wählen. Und mit dieser kundenfeindlichen Auslegung, da guckt man mal, ob man damit zur Unwirksamkeit kommt nach den 307 folgenden. Wenn man nämlich dazu kommt, dass die Klausel in dieser Auslegungsvariante unwirksam ist, ja, dann ist sie weg. Und wenn eine Klausel weg ist, dann ist das das Beste für den Vertragspartner des AGB-Verwenders. Man guckt quasi immer erstmal, kann ich die Klausel wegkriegen? Kann ich die Klausel unwirksam machen nach 307, 308, 309? Okay? Und erst in einem zweiten Schritt, ja, erst wenn auch die kundenfeindlichste Auslegung nicht zur Unwirksamkeit geführt hat, dann nimmt man die kundenfreundlichste Auslegung, wie Sie es gerade angeregt hatten. Aber macht Sinn, oder? Ja, wie gesagt, immer erstmal die kundenfeindlichste Auslegung, denn das ist ja die Auslegung, die die Klausel möglicherweise zu Fall bringt. Die kundenfeindlichste Auslegung ist die, die den Vertragspartner des Verwenders im Zweifel am ehesten benachteiligen wird. Und wenn sie den Vertragspartner des Verwenders benachteiligt, ja, dann ist sie halt unter Umständen unwirksam nach 307.1.1 oder eben auch 308, 309, je nach Sachverhalt. Und die Unwirksamkeit der Klausel ist das Beste, was dem Vertragspartner passieren kann, denn dann ist die AGB weg. Okay? Das ist super, super wichtig. Also Unklarheitenregel nach 305c Absatz 2, immer erstmal die kundenfeindlichste Auslegung und erst, wenn das nicht geklappt hat, also wenn man damit nicht zur Unwirksamkeit gekommen ist, dann die kundenfreundlichste Auslegung. Gut, noch Fragen hierzu? Oder habe ich sie bis hierher alle an der Hand? Wenn das der Fall ist, dann gehen wir weiter und kommen endlich zu dem, über was wir die ganze Zeit schon gesprochen haben, nämlich die Inhaltskontrolle. Wir haben ja die ganze Zeit AGB, da haben wir ja wie gesagt keinen funktionierenden Wettbewerb und keine vollwertige privatautonome Entscheidung und deswegen nimmt der Verwender von AGB einseitig vertragliche Gestaltungsmacht in Anspruch und deswegen muss man dem Verwender von AGB seitens der Gerichte ein bisschen auf die Finger klopfen und deswegen haben wir gesagt, ist die Kontrolle der AGB nach den 307 folgenden sehr viel engmaschiger, als das bei 138 Absatz 1 der Fall wäre. Wir haben ja gesehen, bei 138 Absatz 1 und Absatz 2, da bringen wir nur wirklich krasse Ausnahmefälle, genügen, um da eine vertragliche Regelung zu Fall zu bringen. Die Kontrolle bei 307 folgende ist sehr, 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 sehr viel engmaschiger. Okay, das ist also der Witz der Inhaltskontrolle. Im Wege der Inhaltskontrolle prüfen Sie also, wenn Sie gesagt haben, dass wir AGB haben und dass sie wirksam einbezogen sind, dann prüfen wir im Wege der Inhaltskontrolle, ob die AGB aber möglicherweise nach den 307 folgenden unwirksam sein könnte. So, Frage an Sie, wenn Sie die 307 folgende prüfen und Sie gucken jetzt einfach mal da rein, Sie schauen mal rein in 307, Sie schauen mal rein in 308, Sie schauen mal rein in 309, was würden Sie tippen? In welcher Reihenfolge prüfen Sie diese Unwirksamkeitsgründe? Von hinten nach vorne. Sie prüfen zuerst den 309, Sie prüfen danach den 308, danach prüfen Sie 307 Absatz 2 und erst ganz am Schluss prüfen Sie 307 Absatz 1 Satz 1. Warum ist das so? Sie werden es auch gleich noch aus eigener Anschauung dann beurteilen können, aber warum ist das sinnvoll, dass man erst 309, 308 und dann 307 prüft. Schauen Sie mal in den 307.1.1 rein. Also das, wo ich jetzt gesagt habe, dass man es zuletzt prüfen soll. Da heißt es, Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Warum fange ich nicht damit an? Ja, wir sagen jetzt mal folgender Fall. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Ja, wir sagen mal, wir haben eine Klausel in den AGB drin, da steht drin, die Aufrechnung durch den Vertragspartner ist verboten. Ja, Aufrechnung gibt es nicht. Schauen Sie mal mit mir gemeinsam rein in 309 Nummer 3. 309 Nummer 3. Da ist es,
unwirksam ist eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen. Okay, also, wenn der reinschreibt, die Befugnis zur Aufrechnung wird aufgehoben, ja, oder Aufrechnungen sind nicht gestattet oder was auch immer, dann ist das ein Verstoß gegen 309 Nummer 3. So, warum prüfe ich nicht zuerst 307 Absatz 1 Satz 1? Ich könnte auch sagen, das ist doch eine unangemessene Benachteiligung. Das ist eine Klausel, die keine Rücksicht nimmt auf die Interessen des Vertragspartners und die ihn deswegen nach 307 Absatz 1 unangemessen benachteiligt. Warum ist es Quatsch? Warum muss ich mit dem 309 Nummer 3 anfangen? Sie sagen, deutlich klarer benennt, genau, das ist richtig, er benennt es deutlich klarer. Das andere ist eine Wischiwaschi-Abwägung gewissermaßen, wo man theoretisch zu beliebigen Ergebnissen kommen kann. Sie gehen vom Speziellen zum Allgemeinen. Ja, in den 309 haben Sie ganz spezielle Wertungsverbote. Wenn die einschlägig sind, dann brauchen Sie nicht diese Wischiwaschi-Generalklausel aus 307 Absatz 1 Satz 1, die brauchen Sie dann gar nicht mehr. Deswegen zuerst 309, dann 308, was der Unterschied zwischen 309 und 308 ist, sehen wir gleich noch. Und erst dann kommt der 307 und auch da zuerst der Absatz 2, denn der ist immerhin noch ein kleines bisschen präziser. Und ganz zum Schluss diese Wischiwaschi-Abwägung nach 307 Absatz 1 Satz 1. Okay? Also bei der Inhaltskontrolle prüfen Sie von hinten nach vorne. 309, 308, 307 Absatz 2, 307 Absatz 1. So, bevor wir zur Inhaltskontrolle im engeren Sinne kommen, bevor wir uns also mal diese Paragraphen 309, 308 und 307 gemeinsam angucken, habe ich noch ein anderes kleines Schmankerl für Sie. Und zwar gibt es Fälle, die ich Ihnen zeigen möchte, in denen wir zwar AGB haben, in denen aber trotzdem keine Inhaltskontrolle stattfindet. Schauen Sie mit mir gemeinsam rein in 307 Absatz 3. 307 Absatz 3. Da heißt es, die Absätze 1 und 2 sowie die 308, 309, also sprich die Vorschriften zur Inhaltskontrolle, gelten nur für Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Diese Vorschrift versteht man nicht, wenn man sie liest. Sie ist auch tatsächlich ganz entsetzlich unglücklich formuliert. Es ist so, wie gesagt, der Wortlaut ist etwas komisch. Der 307 Absatz 3, der will zwei Arten von Klauseln, will der von der Inhaltskontrolle ausnehmen. Und die beiden Arten gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die erste Sorte, die zwar eine AGB sein kann, aber dennoch nicht der Inhaltskontrolle unterliegt, sind sogenannte rechtsdeklaratorische Klauseln. Wenn eine Klausel lediglich das Gesetz wiedergibt, dann wird sie nicht auf ihre inhaltliche Angemessenheit hin überprüft. Warum muss das so sein? Warum muss das so sein? Gibt es sehr häufig tatsächlich sogar, sehr, sehr häufig. Da haben Sie ein riesen AGB, riesen Kleingedrucktes und ganz viele dieser Klauseln geben letztlich einfach nur das Gesetz wieder. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ob man da besonders transparent sein will gegenüber dem Kunden oder besonders intransparent dadurch, dass man einfach wahnsinnig viele AGB macht, damit er keinen Bock hat, was zu lesen. Warum können wir nicht hingehen, das ist sozusagen jetzt eine fast verfassungsrechtliche Angelegenheit, warum können wir, und das können Sie vielleicht auch als Staatsorga schon beantworten, warum können wir Zivilrechtler hier, wir Zivilgerichte besser gesagt, warum können wir nicht einfach hingehen und sagen, so, diese Klausel, die gibt zwar nur das Gesetz wieder, aber das ist total unangemessen. Das benachteiligt den Vertragspartner des Verwenders, deswegen muss die Klausel weg. Bitte. Ja, ganz genau. Die Zivilgerichte sind ja gar nicht befugt, dem Gesetzgeber reinzupfuschen. Wo steht's? Grundgesetz? Wo steht's im Grundgesetz drin? Artikel 20 Absatz 3. Ja, Artikel 20 Absatz 3, die Bindung des Richters an Richt, an Recht und Gesetz. Wenn Sie Zivilrichter sind oder Zivilrichterinnen, oder egal, was für Richterin Sie sind, aber jetzt halt mal im Zivilrecht, bleiben wir mal kurz hier, aber es gilt natürlich für alle Richter, dann können Sie nicht sagen, oh, das Gesetz, das passt mir aber nicht, das ist einfach scheiße, das wende ich nicht an. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Gesetz tatsächlich mit der Verfassung nicht übereinstimmt, dann müssen Sie halt was machen? Ja. Ganz genau, wie nennt man das, wenn ein Gericht für verfassungswidrig hält und deswegen vorlegt, ja? Konkrete Normenkontrolle, ganz genau. Da müssen Sie eine konkrete Normenkontrolle machen. Aber daran zeigt sich eben, dass die einfachen Gerichte,
ja, haben keine Normverwerfungskompetenz, ja, sondern die Befugnis zu sagen, der Gesetzgeber hat Mist gebaut, das dürfen wir weiter nicht so machen, das ist dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. Ja, Zivilgerichte können nicht einfach sagen, oh, das ist blöd, ja, das benachteiligt aber den Vertragspartner des Verwenders, unangemessen. Okay, das ist mal das eine. Und das andere ist, selbst wenn wir das jetzt mal außer Betracht ließen, was wir nicht tun, aber selbst wenn wir es außer Betracht ließen und sagen würden, ja, diese AGB ist unwirksam, die schreibt zwar das Gesetz ab, aber das ist ja einfach ein Unsinn, das Gesetz an der Stelle. Selbst wenn wir das jetzt mal so machen würden, dass wir diese AGB kassieren, was würde denn anstelle dieser AGB dann gelten? Ja? Ja, das Gesetz, ja. Schauen Sie mal mit mir rein, wir haben es noch nicht gemacht, aber schauen Sie mal mit mir gemeinsam rein in 306 Absatz 2. Da ist es, soweit die Bestimmungen, also sprich die AGB, nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt nach den gesetzlichen Vorschriften. Ja, also, wenn AGB rausfliegen bei der Inhaltskontrolle, dann gilt im Übrigen das dispositive Recht. Okay, das heißt, es würde auch überhaupt nichts bringen, wenn wir Klauseln, die das Gesetz wiedergeben, inhaltlich kontrollieren würden. Denn selbst wenn wir, was wir gar nicht dürfen, aber selbst wenn wir zu dem Ergebnis kämen, ja, das ist eine völlig unangemessene Benachteiligung, das ist eine ganz gemeine gesetzliche Regelung, die AGB muss weg, dann würde ja anstelle der AGB doch wieder das Gesetz gelten. Okay, ich zeige Ihnen mal ein Beispiel dazu. Eine AGB mit dem Inhalt ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen, so kann die Leistung sofort verlangt werden. Die wird nicht auf inhaltliche Angemessenheit geprüft, weil nämlich lediglich 271 Absatz 1 wiedergegeben wird. Okay, also Klauseln, die lediglich das Gesetz wiedergeben, die können natürlich AGB sein, keine Frage. Also wenn jetzt hier also eine solche Klausel verwendet wird, dann ist das sehr gut möglich, dass der Verwender das vorformuliert hat. Sehr gut möglich, dass er es für eine Vielzahl von Fällen vorformuliert hat und auch sehr gut möglich, dass der Verwender das seinem Vertragspartner gestellt hat. Klar, es ist eine AGB, aber es findet eben keine Inhaltskontrolle, also keine Kontrolle auf die inhaltliche Angemessenheit statt. Was hingegen sehr wohl bleibt bei diesen Klauseln, ist eine Transparenzkontrolle. Schauen Sie mal mit mir gemeinsam rein in 307 Absatz 3 Satz 2. Ich habe es auch später nochmal auf der Folie drauf, aber ich zeige es Ihnen jetzt schon mal. 307 Absatz 3 Satz 2. Da ist es, andere Bestimmungen können nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein. Und in 307 Absatz 1 Satz 2, also 307 Absatz 1 Satz 2, da steht, eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. Warum ist es richtig, dass man sagt, rechtsdeklaratorische Klauseln, also Klauseln, die das Gesetz nur wiedergeben, die prüfen wir zwar nicht auf ihre inhaltliche Angemessenheit, aber wir prüfen sie sehr wohl auf Transparenz. Warum ist das sinnvoll? Bitte. Weil nicht jeder Gesetzestext zugänglich ist, genau. Und was kann sozusagen der Verwender machen, oder was könnte der Verwender machen, wenn man ihm nicht in Sachen Transparenz auf die Finger gucken würde, ja? Er könnte es halt für sich optimal quasi interpretieren. Genau, er könnte, sag ich mal, den Gesetzestext, sag ich mal, selektiv in die AGB schreiben, ja? Dann schreibt er halt den Satz 1 von der Norm, die für ihn günstig ist, den schreibt er rein, und den Satz 2, den lässt er weg, weil er wäre ja Vertragspartner günstig. Und so könnte er quasi den Vertragspartner an der Nase herumführen. Deswegen, also inhaltliche Angemessenheit, klar, natürlich wird die nicht geprüft, keine Frage. Aber Transparenzkontrolle, die bleibt bestehen. So, der zweite Teil, oder die zweite Sorte von Klauseln, die nicht kontrolliert werden soll, nach 307 Absatz 3, und das kann man dem Wortlaut nicht mehr so richtig gut entnehmen, sind Klauseln im Kernbereich der Privatautonomie. Und zwar ist es so, nach herrschender Meinung, die ich zwar für grottenfalsch halte, die aber jetzt hier in diesen Fällen, die ich Ihnen zeige, zu richtigen Ergebnissen führt, unterscheidet hier oder beziehungsweise lässt eine Inhaltskontrolle nicht zu bei Leistungsbeschreibungen und Preishauptabreden. Also, die herrschende Meinung sagt mehr oder weniger, Leistung und Gegenleistung, also Hauptleistung und Hauptgegenleistung, die sind kontrollfrei. Schauen Sie mit mir dieses Beispiel an. Wie gesagt, in diesem Beispiel kommt die herrschende Meinung zu richtigen Ergebnissen. V vermietet eine 50 Quadratmeter große Wohnung zum Preis von 800 Euro an M. M meint, die Miete sei zu hoch und stelle deshalb eine unangemessene Benachteiligung im Sinne von 307 Absatz 1 dar. Das kann durchaus eine AGB sein, diese Klausel. Möglich, dass der das vorformuliert hat für eine Vielzahl von Fällen. Gut möglich. Und bestimmt hat er das auch dem M gestellt. Eine AGB ist es. So, aber warum ist es hier oder wäre es hier unangemessen, hier zu sagen, wir kontrollieren die Miethöhe auf ihre inhaltliche Angemessenheit und helfen, wenn wir die Miete zu hoch finden, mit 307 Absatz 1 ein bisschen nach. Warum wäre das hier nicht
Klammer auf, mehr, Klammer zu, angemessen. Man wird ja oder kann zumindest eine AGB sein. Aber, bitte. Genau, Sie sagen, das ist ja der Hauptbestandteil des Vertrags und nicht Teil des Kleingedruckten. Das ist richtig, deswegen ist das hier sozusagen eine Preishauptabrede in der Terminologie der herrschenden Meinung und deswegen kontrollfrei. Warum ist das auch wertungsmäßig tatsächlich richtig, dass man hier die Miete von der Inhaltskontrolle ausnimmt? Warum wäre das Quatsch, wenn wir hier sagen würden, ja, wir gucken einfach mal, ob die Inhalt nicht angemessen ist, wenn nicht, helfen wir ein bisschen nach. Denken Sie nochmal an den Zweck von AGB. Also warum haben wir oder warum gönnen wir uns die 305 folgende? Warum sind die da? Wir haben ja gesagt, bei AGB, da ist das so, das ist ein riesiger Rattenschwanz, ein riesiges Vertragswerk, was kein Mensch überblicken und verstehen kann. Und weil das so ist, liest niemand die AGB, weil es nicht zumutbar ist, die zu lesen, sondern jeder akzeptiert sie einfach. Und weil das so ist, haben wir gesagt, nimmt der Verwender einseitig vertragliche Gestaltungsmacht in Anspruch. Der Vertragspartner fällt keine vollwertige privatautonome Entscheidung und es kann sich kein funktionierender Wettbewerb etablieren, weil niemand sozusagen das Kleingedruckte mit anderem Kleingedruckten vergleichen kann. So, dieser Zweck der AGB, wenn Sie den nehmen, warum wäre es falsch, hier die Miete auf ihre Angemessenheit hin zu kontrollieren? Bitte. Ja. Ganz genau. Also alle drei Punkte, die sozusagen für normalerweise für die Inhaltskontrolle sprechen, die greifen hier nicht Platz. Das ist keine einseitige vertragliche Gestaltungsmacht, ja, sondern die Miete, das ist eine Komponente, die kann der Aufmerksamkeit des Mieters überhaupt nicht entgehen. Das ist nicht irgendwie Teil des Kleingedruckten, man sagt, ja, also wenn ich eine Wohnung miete, dann gucke ich mir doch nicht an, was die kostet. Ja, ganz im Gegenteil, jeder, der eine Wohnung mietet, guckt immer sofort und zuerst darauf, was die Wohnung eigentlich kostet. Deswegen ist es natürlich so, dass hinsichtlich dieser AGB selbstverständlich der M eine vollwertige privatautonome Entscheidung fällt. Das ist nicht irgendwie Teil des Kleingedruckten, was keiner zumutbarerweise durchlesen kann, sondern das ist eine ganz normale vertragliche Klausel, wo selbstverständlich eine vollwertige privatautonome Entscheidung vorliegt. Und natürlich kann sich bei der Mieter auch ein Wettbewerb etablieren. Ja, also ob das jetzt, sagen wir mal, unter Umständen in Ballungsräumen nicht geht, weil da irgendwie Angebot und Nachfrage nicht zueinander passen, kann sein, aber es ist eine völlig andere Frage, die mit AGB nichts zu tun hat. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass das irgendwie alles so versteckt im Kleingedruckten drin wäre, was die Wohnung kostet, dass sich deshalb kein Wettbewerb etablieren könnte. Okay? Und deswegen ist es richtig, dass man hier im Kernbereich der Privatautonomie hingeht und sagt, diese Klauseln, die sind kontrollfrei. Okay, also ich blende Sie nochmal ein, die Miethöhe war nicht Teil des Kleingedruckten, sondern betraf hier die Hauptleistungspflicht. Das konnte der Aufmerksamkeit des Mieters überhaupt nicht entgehen. Und deswegen hat der Mieter hinsichtlich der Miethöhe eine vollwertige privatautonome Entscheidung getroffen und ist deswegen auch nicht im AGB-Sinne schutzbedürftig. Ja, und die Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung, das ist wie gesagt nichts, was die Gerichte kontrollieren, also zumindest nicht im Sinne von 307 kontrollieren, sondern das soll sich nach den Marktmechanismen richten, vorbehaltlich, wie gesagt, einer etwaigen Unwirksamkeit nach 138. Ganz kurze ergänzende Frage an Sie, wäre in diesem Fall hier der Mietvertrag sittenwidrig wegen eines wucherähnlichen Geschäfts oder vielleicht sogar wegen eines Wuchergeschäfts nach 138 Absatz 2? Wer spricht die richtigen Worte? Wäre der Mietvertrag hier vielleicht sittenwidrig? Wer spricht die richtigen Worte? Ja, probieren Sie mal. Ja, ganz genau, völlig richtig, vollkommen richtig. Rechtsprechung sagt also, ein objektives Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung liegt bei der Wohnraummiete dann vor, wenn die Vertragsmiete mehr als 50% der ortsüblichen Miete beträgt. Und wenn Sie hier subsumieren? Ja, ja, haben Sie recht? Nee, ist schon recht? Haben Sie keine Ahnung? Das kann man mit diesen Angaben überhaupt nicht sagen. Ja, weil ja, also keine Ahnung war ausnahmsweise mal die richtige Antwort. Das können Sie mit diesen Angaben ja gar nicht sagen, weil ja gar nicht drinsteht, was denn eigentlich die ortsübliche Miete ist. Da steht nur drin, ja, die Wohnung hat 50 Quadratmeter, aber wer soll denn wissen, was jetzt die ortsübliche Miete ist? 50 Quadratmeter in München sind nicht das gleiche wie 50 Quadratmeter in Norderstedt. Ja, von daher, also was das jetzt an ortsüblicher Miete ist, kann kein Schwein sagen. Deswegen also, ob das jetzt hier eine Nichtigkeit nach 138 1 oder 2 begründet, lässt sich überhaupt nicht ernsthaft sagen anhand dieser Angaben.
Jedenfalls ist aber auch klar, eine AGB-Kontrolle nehmen wir nicht und zwar gar nicht vor. Okay? Gut. Auch hier gilt, ja, was ich eben schon mal gesagt habe zu den rechtsdeklaratorischen Klauseln, auch hier gilt, das Transparenzgebot, das bleibt anwendbar. Also 307 Absatz 3 Satz 2 sagt uns, das Transparenzgebot bleibt anwendbar. Macht natürlich auch hier Sinn. Denn auch wenn wir sagen, ja, diese Hauptleistungspflichten, so nenne ich es jetzt mal ein bisschen untechnisch, diese Hauptleistungspflichten, die bleiben frei von der Inhaltskontrolle, intransparent gestalten darf sie ein Verwender natürlich trotzdem nicht. Wir bestimmen sozusagen nicht nach 307, ob die Miete jetzt hoch oder niedrig genug ist, das machen wir nicht. Aber transparent gestalten muss er das Ganze schon. Gut, alles klar. Ein Klausurhinweis noch für Sie zum Abschluss von 307 Absatz 3. Auf 307 Absatz 3 müssen Sie meines Erachtens nur eingehen, wenn der Sachverhalt irgendwelche konkreten Anhaltspunkte bietet. Also wenn Sie jetzt so einen Fall haben wie hier zum Beispiel, natürlich gehen Sie ein auf 307 Absatz 3. Ja, oder wenn Sie irgendeinen Grenzfall haben, was weiß ich, eine Sicherungsvereinbarung oder was, können Sie auch darauf eingehen. Wenn Sie jetzt aber so eine ganz klassische AGB haben, wie zum Beispiel einen Haftungsausschluss, ja, dann müssen Sie auf 307 Absatz 3, meine ich, nicht eingehen. Das ist völlig abwegig, dass ein Haftungsausschluss kontrollfrei sein soll. Das ist natürlich keine Leistungsbeschreibung und natürlich auch keine Preishauptabrede. Und natürlich fällt der Vertragspartner des Verwenders keine vollwertige privatautonome Entscheidung hinsichtlich eines Haftungsausschlusses im Kleingedruckten. Okay, also wie gesagt, nur wenn sich da wirklich Anhaltspunkte ergeben. Gut, wenn sich da aber keine Anhaltspunkte ergeben, wie meist, dann können Sie tatsächlich zur eigentlichen Inhaltskontrolle starten. Und wir machen es genauso, wie ich es Ihnen eben empfohlen habe. Wir gucken von hinten nach vorne. Wir beginnen mit 309. Es kann sein, dass Sie in der Klausur eine Klausel haben, die nach 309 BGB unwirksam ist. Der 309 enthält eine Auflistung. Und diese Auflistung wird wie folgt beschrieben eingangs. Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam. Und dann werden hier ganz, 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 ganz viele, viele Fälle von Klauseln genannt, die unwirksam sind. Wie gesagt, nach 309 BGB. Das geht über mehrere Seiten hier im BGB. Okay, also eine ganze Palette hier von Fällen, in denen eine Klausel nach 309 unwirksam ist. Was Sie wissen sollten, niemand, kein Mensch, kennt den gesamten Gehalt des 309 auswendig. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Ja, es wird also von Ihnen nicht verlangt, ja, weder von mir noch im Staatsexamen, wird von Ihnen verlangt, dass Sie den 309 komplett kennen, dass Sie da bei jeder Klausel wissen, was drinsteht und bei jeder Klausel wissen, wie sie ausgelegt wird. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Was Sie wissen sollten, ist, wie der 309 grundsätzlich funktioniert. Und es gibt einige wenige Klauselverbote, die ich Ihnen gleich konkret vorstellen möchte. Gut, zur Funktionsweise. Der 309 funktioniert wie folgt. Eigentlich ganz einfach, aber es ist ein Unterschied zu 308, deswegen sage ich es. Wenn eine Klausel gegen ein Klauselverbot aus 309 verstößt, dann ist die Klausel ganz einfach unwirksam. Fertig, Schluss, aus. Das sind Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit. Da müssen Sie also keine Wertung treffen bei diesen Klauselverboten, sondern Sie gucken einfach, sind die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt. Und die Tatbestandsvoraussetzungen enthalten keine Wertungsmöglichkeiten. Ohne dass Sie irgendwelche, wie gesagt, wir haben eben schon mal das Aufrichtungsverbot zum Beispiel angeschaut. 309 Nummer 3, ne? Eine Bestimmung ist unwirksam, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen. Wenn ich also als Verwender in die AGB reinschreibe, Aufrechnung ist nicht, dann ist das ein Verstoß gegen 309 Nummer 3 und dann ist halt, bam, die AGB unwirksam und Aufrechnungen sind doch zulässig. Okay, gut. So funktioniert der 309. Und jetzt gucken wir uns mal einige ausgewählte Klauselverbote gemeinsam an. Wir beginnen mit dem 309 Nummer 13b. 309 Nummer 13b. Da heißt es, unwirksam ist eine Bestimmung durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, gebunden werden, Buchstabe b, an eine strengere Form als die Textform in anderen als den in Buchstabe a genannten Verträgen. Aha, welche Verträge sind denn in Buchstabe a genannt? An eine strengere Form als die schriftliche Form in einem Vertrag, für den durch das Gesetz notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Also sprich, 309 Nummer 13 Buchstabe b sagt uns, wenn nicht der Notar dabei ist, dann darf nicht an eine strengere Form als die Textform gebunden werden. So, was war denn nochmal die Textform? Was war denn nochmal die Textform? So lange ist das nicht her. Bitte.
Der schriftliche Vertrag ohne die Unterschrift? Also, das ist ein bisschen zu unpräzise, ehrlich gesagt. Prima, 126b, ganz genau. Und was steht da drin? Ist durch Gesetztext vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung in der Version des Erklärenden genannt ist, auf einen dauerhaften Datenträger gegeben werden. Ein dauerhafter Datenträger ist dieses Medium, das dann. Ganz genau, also lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger. So, und was hatten wir gesagt? Wie kann man die Textform wahren, wenn Textform vorgeschrieben ist? Wie kann man die wahren? Da hatten Sie sich ein bisschen schwer getan, haben das Einfachste irgendwie, bitte? Die E-Mail, ja, also auch natürlich klar, auch durch den Scannen und so weiter und auch durch D-Mail und was weiß ich was alles, aber natürlich auch durch eine ganz einfache E-Mail, denn das ist ja ein dauerhafter Datenträger. Das ist eine lesbare Erklärung, man kann die lesen, so wie sie ist, und die ist auch auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben, denn man kann die ja einfach abspeichern und dann ist die unverändert zugänglich. Gut, also Textform bedeutet unter anderem auch E-Mail, also die Textform kann man per E-Mail wahren. Und jetzt sagt der 309 Nummer 13b, und das ist durchaus interessant, kann vielleicht auch Sie alle mal betreffen. Mich hat es schon häufiger betroffen, ehrlich gesagt. Da steht drin, es ist unwirksam, wenn der Verwender in seine AGB reinschreibt, dass ihm gegenüber Erklärungen nur abgegeben werden dürfen in einer strengeren Form als der Textform. Gucken wir uns mal ein Beispiel dazu an. Wie gesagt, kommt so tausendfach vor. K. hat einen Vertrag beim Fitnessstudio von V. In den AGB heißt es unter anderem die Kündigung durch den Kundenbedarf der Schriftform. Wirksam, unwirksam? Was glauben Sie? Wirksam oder unwirksam? Also solche Klauseln finden sich wie Sand am Meer und die haben natürlich, kann man sagen, teilweise steht ein berechtigtes Interesse dahinter, weil man das irgendwie archivieren will und weil man irgendwie eine Übersicht haben will, aber meistens ist das natürlich einfach eine Schikane, ist ja logisch. Ja, man denkt sich, na, das ist dem Kunden ein bisschen zu lästig, sich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben. Bitte. Ja. Richtig. Genau, also an welche Form hat er das gebunden? Er hat an die Schriftform gebunden. Und warum darf er das nicht? Weil? Was heißt, weil die Textform ausreicht? Das ist ein bisschen, Sie haben schon recht, aber es ist ein bisschen unpräzise formuliert, wenn Sie sagen, ja, weil die Textform ausreicht. Das ist ja eine Petitio Principii. Warum? Okay, also es ist kein Vertrag. Das ist richtig, genau. Das ist richtig, also Buchstabe A ist sozusagen nicht einschlägig. Und was hat er sozusagen gemacht? Was verstößt gegen Buchstabe B, wenn Sie es quasi nochmal formulieren? Er hat quasi eine strengere Form. Genau so ist es, ja, ganz genau. Er hat es an die Schriftform gebunden und die Schriftform ist ja eine strengere Form als die Textform. Ja klar, warum? Warum ist die Schriftform eine strengere Form als die Textform? Ja? Genau, da brauchen wir 126 Absatz 1, haben wir gesehen gemeinsam, eine eigenhändige Unterschrift, eine eigenhändige Namensunterschrift. Und das ist natürlich mehr als lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger. Okay, also das, was der da gemacht hat hier, der Fitnessstudio-Betreiber V, das ist nicht möglich. 309 Nummer 13b. Er darf die Kündigungserklärung, also sprich eine Erklärung, die ihm gegenüber abzugeben ist, darf er nicht an eine strengere Form als die Textform binden. Deswegen ist diese Klausel unwirksam. Und der Kunde darf halt dann doch per E-Mail kündigen. Okay? Gut. Klein und versteckt, 309, Nummer 13, Buchstabe B. Da kommt man natürlich aus dem Stand nicht so drauf. Aber natürlich ganz, ganz, ganz enorm praxisrelevant ist auch eine vergleichsweise junge Vorschrift. Ich möchte Ihnen außerdem zeigen, das ist super, super, super klausurrelevant. Vor allem im Examen. 309, Nummer 7, A und B möchte ich Ihnen zeigen. Da geht es nämlich um Haftungsausschlüsse. Also, unwirksam ist, Buchstabe A, ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Buchstabe B, unwirksam ist, ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Ein bisschen vereinfacht kann man das wie folgt zusammenfassen. Und zwar, der 309 Nummer 7 Buchstabe A, der verbietet
dass die Haftung für Körperschäden ausgeschlossen wird. Ja, also das heißt hier Haftung für Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Also etwas vereinfacht gesagt, der verbietet, dass die Haftung für Körperschäden ausgeschlossen ist. Der Verwender darf also nicht in seine AGB reinschreiben, nicht gehaftet wird für Körperschäden oder sowas. Darf er nicht. Ja, denn für Körperschäden muss gewissermaßen gehaftet werden. Etwas anderes darf sich der Verwender nicht ausbedingen. Und in Buchstabe B, da steht drin, auch soweit es jetzt nicht um Körperschäden geht, sondern um sonstige Schäden, darf auch nicht ausgeschlossen werden die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sondern allenfalls die Haftung für leichte Fahrlässigkeit. Aber nicht die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Warum hat man das so geregelt? Was glauben Sie? Warum hat man gesagt, A, unwirksam ist der Ausschluss für die Haftung für Körperschäden? Und B, unwirksam ist es, wenn sich der Verwender freizeichnet von einer Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Was würden Sie sagen? Bitte. Ja, okay, Sie sagen also, es ist schlecht, sieht nicht gut aus, ja, wenn man irgendwie dauerhaft schwerbehindert ist, ja, und der andere sagt, ja, guck mal hier die AGB. In der Tat ist es so, der Buchstabe A, der beruht natürlich auf dem gesteigerten Interesse des Verletzten. Ja, man sagt eben, dass für Körperschäden man eine Haftung erwarten darf. Ja, also wenn mir tatsächlich an meiner Gesundheit, an meinem Körper was ist, dann muss ich erwarten dürfen, dass im Falle einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders auch dafür gehaftet wird. Wie ist das mit Vorsatz und grober Fahrlässigkeit? Das ist, meine ich, fast noch ein bisschen klarer irgendwie, ja. Also das sozusagen natürlich aus ökonomischer Sicht, wenn sozusagen da drin steht, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit wird nicht gehaftet, dann erhöht das ja sogar noch den Anreiz für den Verwender, sich zu verhalten wie sonst wäre gewissermaßen. Das ist selbstverständlich richtig und natürlich kann man auch allgemein sagen, ein Verwender, der sich vorsätzlich oder grob fahrlässig verhält, der ist natürlich nicht schutzwürdig. Ja, und umgekehrt kann natürlich selbstverständlich ein Kunde erwarten, dass wenn er grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich geschädigt wird, dass er dann mit einer Haftung rechnen darf. Ja, die Haftung für Vorsatz kann sogar auch individualvertraglich nicht mehr erlassen werden. Das steht in 276 Absatz 3 drin. Muss uns aber hier nicht interessieren. Okay, also das sind die beiden Varianten. Haftung für Körperschäden darf nicht ausgeschlossen werden und der Verwender darf sich nicht freizeichnen von einer Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an und Sie lösen das Beispiel für mich. K. hat einen Vertrag beim Fitnessstudio von V. In den AGB heißt es unter anderem, eine Schadensersatzhaftung des Betreibers ist, abgesehen von vorsätzlich verursachten Schäden, ausgeschlossen. Bitte. Jetzt sind Sie gefragt, ist das wirksam oder ist das unwirksam? Gucken Sie sich nach der Reihe an. Zuerst gucken Sie sich an 309 Nummer 7 Buchstabe A und danach gucken Sie sich an 309 Nummer 7 Buchstabe B. Ist das ein Verstoß gegen 309 Nummer 7 Buchstabe A? Bitte. Sie sagen, 309 Nummer 7a ist schuldhaft verursacht. Was verbietet der 309 Nummer 7a? Der verbietet, auszuschließen die Haftung für Körperschäden. Ja, auch, also solange sie schuldhaft verursacht sind. Hat er seine Haftung für Körperschäden hier ausgeschlossen? Dann steht ja nicht drin, Haftung für Körperschäden. Ganz genau, der ist ja weit formuliert, dieser Haftungsausschluss. Steht ja drin, die Haftung ist, abgesehen von vorsätzlich verursachten Schäden, ist sie ausgeschlossen. Und wenn da drin steht, Haftung ist ausgeschlossen, dann beinhaltet das ja natürlich auch die Haftung für Körperschäden. Also die Körperschäden sind ausdrücklich sozusagen hier nicht ausgenommen von diesem Haftungsausschluss. So, jetzt mache ich mal ganz kurz ein bisschen Advocatus Diaboli. Ich sage mal, der Verwender geht jetzt hin und zieht den letzten Hebel und der Verwender sagt, ja, also das habe ich doch nicht so gemeint. Ja, bei diesem Haftungsausschluss, da ist doch klar, wenn ich das so formuliere, ist doch völlig klar, dass Körperschäden davon ausgenommen sein sollen. Natürlich hafte ich bei Körperschäden, ist doch klar. Ich wollte doch nicht meine Haftung für Körperschäden ausschließen. Mensch, Meier. Warum hat er damit keinen Erfolg? Also hat er wahrscheinlich eh nicht, weil es irgendwie doch ziemlich offensichtlich ist. Aber mit welcher Norm können Sie ihm direkt 1 auf die 12 geben? Bitte. Mit 307 Absatz 3? Das stimmt, glaube ich, nicht.
Gut, ich weiß, was Sie... Ja, aber das ist richtig, das ist völlig richtig, aber das ist nicht 307 Absatz 3. Kundenfeindlich ist genau richtig, aber das ist nicht 307 Absatz 3, sondern was war das nochmal, welche Hausnummer? In der Sache haben Sie es völlig richtig, aber die Hausnummer war falsch. Ja. 305c Absatz 2, genau. Ja? 305c Absatz 2. Ja? Was wir gerade gemacht haben, kundenfeindlichste Auslegung, Zweifel gehen zu Lasten des Verwenders. Also wenn der Verwender jetzt hier hingehen würde, wie gesagt, ich meine, es ist sowieso aussichtslos, weil hier meines Erachtens überhaupt keine Zweifel bestehen, aber unterstellen wir mal, der Verwender geht jetzt hier trotzdem hin und sagt, also ist doch klar, dass ich für Körperschäden nach wie vor hafte. Das war Ehrensache. Was ich hier natürlich gemeint habe, sind Sachschäden, Entschuldigung. Ja, damit dringt er natürlich nicht durch, denn jedenfalls, also zumindest mal jedenfalls, bei kundenfeindlichster Auslegung ist dieser Haftungsausschluss so auszulegen, dass er auch die Haftung für Körperschäden ausschließt. Denn es steht ja eben einfach nur drin, eine Schadensersatzhaftung des Betreibers ist ausgeschlossen. Und natürlich, wenn es so weit formuliert ist, eine Schadensersatzhaftung, dann ist das halt auch die Haftung für Körperschäden, logisch. Und deswegen ist hier eine Unwirksamkeit nach 309 Nummer 7a gegeben. Wie sieht es aus mit 309 Nummer 7b? Ich habe es schon gespoilert durch mein Einblenden hier. Aber warum ist auch die Klausel nach 309 Nummer 7b unwirksam? Warum auch das noch? Warum ist die Klausel auch nach 309 Nummer 7b unwirksam? Warum ist die Klausel auch noch nach 309 Nummer 7b unwirksam? Also der Betreiber geht ja hier von Haftungsgründen aus, wenn vorsätzlich die Schäden verursacht worden sind, aber nach 7b müssen ja auch für Schäden gehaftet, muss ja auch für Schäden gehaftet, wenn grob fahrlässig. Genau, so ist es richtig, genau. Also 309 Nummer 7b verbietet es dem Verwender, sich freizuzeichnen, von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Hat er sich von Vorsatz freigezeichnet? Nein, das hat er nicht gemacht, weil er immerhin ja geschrieben hat, vorsätzlich verursachte Schäden, dafür hafte ich. Aber was hat er gemacht? Wovon hat er sich freigezeichnet? Für die? Genau, von der groben Fahrlässigkeit. Da hat er sich freigezeichnet. Denn die steht ja in dieser Ausnahme nicht mit drin. Okay, deswegen ist hier sowohl eine Unwirksamkeit nach 309 Nummer 7a als auch eine Unwirksamkeit nach 309 Nummer 7b gegeben. Das ist nicht so leicht, das im Kopf klarzukriegen, weil Sie ständig immer hin und her müssen zwischen, wie ist der Haftungsausschluss formuliert und wie ist die Rückausnahme im Haftungsausschluss formuliert und bei welchem Ergebnis komme ich jetzt da eigentlich raus. Da kann einem schon mal ein bisschen der Kopf rauchen. Aber wie gesagt, ich kann es Ihnen nicht ersparen, wir müssen es ja machen. Und wie gesagt, das ist super, super, super praxisrelevant, AGB-Recht. Das ist nicht nur praxisrelevant, das ist sogar auch noch zukunftsfähig. Ja, also beim BGB-AT würde ich sagen, gibt es viele Bereiche, die klausurrelevant sind, aber weder praxisrelevant noch zukunftsfähig. Ja, und hier ist es tatsächlich anders. Ja, also ob das jetzt genau dieses Modell ist, ist eine andere Frage, aber AGB ist ein sehr zukunftsträchtiges Thema auf jeden Fall. Gut, alles klar, so viel zu 309 Nummer 7a und b. Und dann gehen wir mal raus aus dem 309. Wie gesagt, ich könnte Ihnen noch ganz viele andere Dinge zeigen. Ich habe Ihnen das Aufrechnungsverbot noch gezeigt, aber es ist wie gesagt so, das würde den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Und es ist so, dass Sie für viele Klauseln oder für viele Klauselverbote, besser gesagt, die hier in 309 geregelt sind, ein bisschen schuldrechtliches Verständnis oder auch sachenrechtliches Verständnis eigentlich auch noch bräuchten. Deswegen hat es, meine ich, keinen Sinn, dass wir uns weiter da rein vertiefen. Aber Sie haben sozusagen das Prinzip verstanden, ne? Also 309, wie gesagt, Sie können nicht alle Klauselverbote kennen. Aber wir haben zwei haben wir kennengelernt, ein sehr praxisrelevantes und ein vor allem sehr klausurrelevantes. Und wenn ein Verstoß gegen 309 vorliegt, dann ist Ende Gelände. 308 BGB, der funktioniert ein bisschen anders. Der kommt nicht ganz so oft vor wie der 309, deswegen müssen wir ihn auch nicht ausführlich besprechen. Aber ich zeige Ihnen trotzdem, wie er funktioniert. 308 funktioniert so, da ist es in AGB ist insbesondere unwirksam und dann kommen im Prinzip ähnlich wie bei 309 auch Klauselverbote, aber diese Klauselverbote, die da kommen, die sind anders gestrickt. Schauen Sie mal mit mir gemeinsam rein, zum Beispiel hier in Nummer 1, machen wir direkt Nummer 1. In allgemeinen Geschäftsbedingungen ist unwirksam eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebots vorbehält. So, was würden Sie sagen? Was ist der Unterschied hier zwischen 308 Nummer 1 einerseits und jetzt zum Beispiel dem 309 Nummer 13 Buchstabe B oder dem 309 Nummer 7 Buchstabe A und B. Also warum sind diese Normen unterschiedlich gestrickt?
Es steht hier drinnen, 308 Nummer 1, der darf sich nicht unangemessen lange Annahmefristen vorbehalten. Ja. Unangemessen lange, das ist halt irgendwie, so ist es. Ganz genau. Da braucht man eine Wertung. Ja. Unangemessen lange, das liegt ja im Auge des Betrachters. Das heißt, wir können sozusagen nicht eine Klausel nehmen, 308 Nummer 1 lesen und sagen, ah, klar, logisch, Verstoß, Punkt, aus, Ende. Sondern bei dieser Art von Klauselverbot müssen wir immer eine Wertung vornehmen, nämlich ob das jetzt unangemessen lange ist. Und ob das unangemessen lange ist, das sagt uns eben nicht der 308 Nummer 1. Da steht nicht drin, länger als, keine Ahnung, 14 Tage oder was. Dann wäre das so wie im 309, sondern das heißt unangemessen lange. Aber was jetzt unangemessen lange ist, ja, das müssen wir eben erst noch bestimmen. Verstehen Sie? Deswegen hat der 308 oder haben die Klauselverbote im 308 eine andere Struktur, eine andere Machart. Und deswegen heißen die Klauselverbote auch hier in der Überschrift Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Während es eine solche Wertungsmöglichkeit eben bei 309 nicht gibt, da steht drin Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit. Bei 309 steht ganz präzise drin, wenn das an eine strengere Form als die Textform gebunden wird, dann aus. Ja, und hier in 308 steht, ja, wenn der sich unangemessen lange Annahmefristen vorbehält, ja. Was ist denn unangemessen lange? Das muss man sich dann eben im Einzelfall angucken. Okay, wir machen einfach nochmal ein Beispiel dazu. In den AGB des Händlers H. findet sich die folgende Klausel. Können wir das bestellte Auto nicht liefern, sind wir berechtigt, als Ersatz ein anderes Auto mit ähnlichem Marktwert zu liefern. Prüfen Sie mal die Wirksamkeit dieser Klausel. Ich sage Ihnen schon, aus 309 können wir keinen Honig saugen, aber nehmen wir mal hier den 308 und gucken Sie mal. Sie sind in der Klausur jetzt, ja, und Sie wissen oder Sie ahnen, dass es 308 ist, aber Sie wissen nicht, welche Nummer es ist. Lesen Sie einfach mal ein bisschen und gucken Sie mal, ob Sie vielleicht irgendwo stehen bleiben. Welches Klauselverbot könnte es sein aus 308? Was gefunden? Oder machen Sie mal, Sie waren noch gar nicht dran heute. Ja, prima. 308 Nummer 4, der Änderungsvorbehalt. Da ist es. Unwirksam ist die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den anderen Teil zumutbar ist. Wo ist die Wertung erforderlich? Welcher Teil dieses Klauselverbots macht eine Wertung erforderlich? Anders als das bei den Verboten aus 309 der Fall wäre. Also steht da nicht drin, also Änderungsvorbehalte sind unwirksam. Das steht nicht drin. Sondern da steht was drin? Bitte. Ganz genau, wenn es nicht unzumutbar ist. Völlig richtig, ja. Es sei denn, es ist zufälligerweise zumutbar. Also da müssen wir eine Abwägung vornehmen. Wie würde diese Abwägung hier in diesem Beispiel natürlich ausgehen? Ja. Also Auto mit ähnlichem Marktwert steht hier drin. Der sagt, also wenn wir das bestellte Auto nicht liefern, also Sie gehen jetzt, keine Ahnung, zum BMW oder in irgendein Autohaus oder was weiß ich und bestellen dann ein Auto und jetzt steht in AGB, steht jetzt drin, wenn das bestellte Auto nicht geliefert werden kann, Lieferschwierigkeiten, keine Ahnung, dann ist der Händler berechtigt, ein anderes Auto zu liefern, sofern das nur einen ähnlichen Marktwert hat. Wirksam oder unwirksam, diese Klausel? Warum ist es unwirksam? Ja, das würde ich aber auch sagen, selbstverständlich. Das ist natürlich für Sie selbst nicht zumutbar, ist ja gar keine Frage. Ja, also wenn Sie ein BMW 3er, was ich, Cabrio, keine Ahnung, was ich bestellen, dann ist es natürlich nicht wirksam, dass der Verwender sagt, naja gut, also ich meine, solange es einen ähnlichen Marktwert hat, kann ich Ihnen ja auch einen Geländewagen liefern. Ja, der ist dann vielleicht grün und nicht blau, aber was soll's, ja, und Geländewagen oder Cabrio ist ja jetzt auch egal. Ja, ist ja völlig abwegig, aber Sie sehen sozusagen, Sie verstehen den Unterschied zwischen 308 und 309, ne? Bei 308 muss ich diese Wertung vornehmen, ist das jetzt zumutbar, was es hier nicht ist, ja, aber ist es zumutbar? Und bei 309 gibt es diese Wertungsmöglichkeiten eben nicht. Logisch? Gut, prima, ja. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich so. Also es ist oft mal so, dass da irgendwie der Mercedes Sprinter irgendwie abgebildet ist und dann kriegt man irgendwie ein Iveco oder was hingestellt. Was würden Sie sagen? Ist das zulässig oder nicht zulässig? Das ist richtig, die Klausel kenne ich auch. Und ich kenne es auch, dass ich mich schon auf den Mercedes gefreut hatte und dann so eine Kiste da hatte. Ja? Gut, also es kann natürlich eh schon mal sein, dass ich sage mal sozusagen bereits in der rechtsgeschäftlichen Erklärung, dass da drin steht, gestellt wird das oder was Ähnliches, ja, dann wäre es wahrscheinlich sogar nach 307 Absatz 3 ausgenommen möglicherweise, ja, oder ansonsten, was würden Sie sagen, ja? Es handelt sich ja auch nur um eine Miete. Genau, handelt sich nur um eine Miete, ja, und auch da wird man vielleicht zum Beispiel sagen können, na ja, also
habe ich jetzt nicht verifiziert, ja, aber würde ich jetzt mal so intuitiv sagen, es macht einen Unterschied, ob Sie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Cabrio mieten. Ja, und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, also wenn Sie jetzt einen Ferrari mieten beispielsweise, da kann der Hersteller nicht sagen, ja gut, okay, könnte aber auch ein Mercedes sein. Oder könnte auch ein Lamborghini sein, damit wir sagen wir mal in einer ähnlichen Klasse sind. Ja, könnte auch ein Lamborghini sein, weil Sie ja vielleicht explizit diesen Ferrari haben wollen. Also da wäre das nicht wirksam. Ja, wenn Sie aber einen Umzugswagen mieten zum Beispiel, dann kommt es tatsächlich auf das Modell nicht entscheidend an. Ja, dann ist es ja nicht aus Prestigegründen oder was, dass Sie jetzt mit Mercedes über die Straße fahren, sondern da kommt es eben darauf an, dass das Modell gleiche Funktionen hat, dass es gleichwertig ist. Und da würde ich sagen, ist es zulässig. Ja, wie gesagt, kann aber auch schon Teil der rechtsgeschäftlichen Erklärung selbst sein. Gut, alles klar. Dann wissen Sie jetzt, wie 309 und 308, aber wie gesagt, beim Kauf ist natürlich klar, dass das gar nicht geht. Ja, also wenn ich mir Mercedes kaufe, dann ist klar, dass man nicht sagen kann, gut, dann liefere ich halt irgendwas ganz anderes. Gucken wir uns 307 an, und zwar auch wiederum genau so, wie ich es Ihnen gesagt hatte. Erst der Absatz 2 und dann der Absatz 1. Erst der Absatz 2 und dann der Absatz 1. So, in 307 Absatz 2 heißt es, in Nummer 1, und damit starten wir. Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. Also bei einem Verstoß gegen ein sogenanntes gesetzliches Leitbild. Bei einem Verstoß gegen ein gesetzliches Leitbild, da ist eine Klausel unwirksam. So, ich habe Ihnen ja eben schon mal den 307.1.1 vorgelesen. Ja, den 307.1.1 habe ich Ihnen eben vorgelesen, also den Absatz 1, Satz 1, wo drin steht, eine Klausel ist unangemessen, wenn sie den Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Wir haben jetzt den 307 Absatz 2 Nummer 1 gelesen, wo drin steht, wenn die Klausel gegen ein gesetzliches Leitbild verstößt, ist sie unwirksam. Und wir haben uns 308, 309 angeguckt. Frage an Sie. Versetzen Sie sich mal in die Damen und Herren Klausurersteller herein und sagen Sie mir mal, welche AGB-Norm ist die klausurrelevanteste? 307.1.1, 307 Absatz 2 Nummer 1, 308 oder 309? Was würden Sie sagen? Was ist wahrscheinlich am interessantesten für Klausuren? Oder was finden Sie als Klausurersteller oder als Klausurerstellerin am interessantesten? Wie würden Sie eine Klausur am ehesten stricken? Bitte. Ja, Sie. Finde ich auch. Warum? Ja, genau so ist es. Also 307 Absatz 2 Nummer 1 ist die in der Klausur interessanteste Norm. 309 und 308 ist, sage ich mal, natürlich auch klausurrelevant, keine Frage. Aber es ist ein kleines bisschen Gemeines zu bringen. Denn wie gesagt, der 309, der geht ja über mehrere Seiten. Und das ist in der Klausur, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen Glückssache, ob man jetzt in der Situation, also unter Zeitdruck, jetzt diese eine Nummer, also dieses eine Klauselverbot findet. Deswegen ist 309 für Klausuren nur eingeschränkt tauglich. Also klar, 309 Nummer 7a und b, das wird von Ihnen erwartet, den müssen Sie kennen. Sollten Sie sich sogar auch auswendig merken, würde ich sagen. 309 Nummer 7a und b, den müssen Sie auf dem Schirm haben. Der ist so klausurrelevant, da dürfen Sie nicht groß blättern müssen und oh, wo war das nochmal, keine Ahnung. Den müssen Sie kennen. Aber man kann nicht, oder kann man schon, aber es ist schwierig oder ein bisschen unfair, wenn man Ihnen einen Fall vorsetzt, wo jetzt irgendwie, keine Ahnung, 309 Nummer 8 oder was weiß ich, wo Sie drauf kommen müssen, wenn der nicht so naheliegend ist und Sie ihn halt nicht kennen, sondern den ganzen 309 durchgucken müssen. Das gleiche gilt für 308. 307 Absatz 1 Satz 1, da wo drin steht, ja, ist unwirksam, wenn es den Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Warum ist der nur begrenzt interessant für Klausuren? Also kann man schon machen, ne? Aber warum ist der nur begrenzt interessant? Ja. Ja, ist am Ende eine Wertungsfrage, wo Sie zum beliebigen Ergebnis kommen können. Ja? Also wie ich immer sage, ob jetzt irgendwas unangemessen ist oder ob es noch angemessen ist, das ist halt eine Frage, die kann der Stammtisch genauso gut entscheiden wie wir. Zumindest weitgehend. Okay, das heißt, das wäre auch so eine Klausuraufgabe, wo dann jeder irgendwie so ungefähr was Ähnliches schreiben könnte. Da kriegt man auch keine Notendifferenzierung hin. Bei 307 Absatz 2 Nummer 1, da sieht es anders aus. Denn bei 307 Absatz 2 Nummer 1, da heißt es, ja hier mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, also Abweichung von einem gesetzlichen Leitbild, ja, dann müssen Sie erstmal ein gesetzliches Leitbild finden. Und das ist eine juristische Aufgabenstellung an Sie. Ja, wenn Sie vor der Herausforderung stehen, ein gesetzliches Leitbild zu finden und zu gucken, ob eine Klausel mit diesem Leitbild vereinbar ist oder nicht, dann ist das eine juristische Aufgabenstellung. Und das kann der Stammtisch eben nicht so gut. Und deswegen ist der 307 Absatz 2 Nummer 1 eine sehr klausurrelevante Vorschrift. Ich zeige Ihnen mal ein klassisches Beispiel.
zum 307 Absatz 2 Nummer 1. Und wir machen auch nicht heute, aber im neuen Jahr auch nochmal einen Übungsfall gemeinsam, wo wir auch zum 307 Absatz 2 Nummer 1 kommen werden. Heute das Schulbeispiel. V möchte sein Grundstück verkaufen und schließt mit dem Makler M einen Maklervertrag, wonach der Makler einen Käufer für das Grundstück finden soll. In den AGB des M heißt es unter anderem, die Maklerprovision wird unabhängig davon fällig, ob die Bemühungen des Maklers erfolgreich sind. Also, was der sich hier ausbedungen hat, ist eine erfolgsunabhängige Maklerprovision. Wirksam oder unwirksam? Jetzt brauchen Sie ein gesetzliches Leitbild. Jetzt müssten Sie ein bisschen blättern, glaube ich. Es sei denn, Sie sind schon im Maklerrecht so dermaßen fit, dass Ihnen da keiner mehr was vormacht, aber ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Das ist vielleicht für Ihren Ausbildungsstand noch ein bisschen früh. Wenn Sie es nicht finden, gucken Sie im Stichwortverzeichnis nach. Wer nennt mir das gesetzliche Leitbild? Da sind Sie ein bisschen zu weit gelandet. Und zwar ist das sozusagen ein Untertitel des Maklervertrags. Sie müssen aber gar nicht den 656d nehmen, also das ist ja nur Wohnungen, Einfamilienhäuser. Es reicht, wenn Sie die allgemeine Vorschrift nehmen, aber prima, dass Sie die gefunden haben, den 656d. Allgemeine Vorschrift reicht aber aus, ist ja nur ein Grundstück hier. Ja? Hm? Genau, 652.1. 652.1 mal aufschlagen. 652.1. Da ist es. 652.1. Wer für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für die Vermittlung eines Vertrags einen Maklerlohn verspricht, ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Maklers zustande kommt. So, was können wir aus diesem gesetzlichen Leitbild hier folgern? Aus 652.1, ja? Ganz genau. Ganz genau. Also nur dann, wenn tatsächlich hier wegen des Tätigwerdens des Maklers, ja, wenn deswegen der Vertrag zustande kommt, dann soll eine Provision fällig werden. Demgegenüber verstößt eine erfolgsunabhängige Maklerprovision gegen das gesetzliche Leitbild der 652.1. Was auch total logisch ist, ja, wenn Sie einen Makler beschäftigen, dann müssen Sie nicht damit rechnen, dass Sie den beschäftigen, dass Sie den bezahlen müssen, auch wenn der überhaupt keinen Erfolg hat. Ja, es gehört, sagen wir mal, es ist gerade konstitutiv für die Tätigkeit des Maklers, dass der nur abkassieren kann, wenn er auch was geliefert hat. Bitte. Dann müsste er gar nicht tätig werden, der Makler, ganz genau. Genau, dann müsste er gar nicht tätig werden. Wie wäre es denn, mal kurze Verständnisfrage für Sie, darf ich, wir sagen mal, ich komme jetzt zu Ihnen und ich sage Ihnen, passen Sie mal auf, wir machen es mal so, ich investiere jetzt mal 10 Arbeitsstunden und ich gehe mal in diesen 10 Arbeitsstunden, gehe ich jetzt mal auf die Suche für Sie und suche Ihnen eine Wohnung in Kiel. Und ich möchte gerne für diese 10 Arbeitsstunden, möchte ich gerne bezahlt werden von Ihnen. So, und ich mache mich auf die Suche dann und finde halt nichts. So, müssen Sie zahlen oder nicht? Müssen Sie zahlen oder nicht? Ja? Genau, das ist ja überhaupt gar kein Maklervertrag. Ja, das ist ja ein ganz normaler Dienstvertrag. Klar müssen Sie bezahlen. Ja, wenn Sie sagen, passen Sie mal auf, hier, wir machen jetzt einen Dienstvertrag, investieren mal 10 Stunden, gehen wir auf die Suche, ja, dann haben Sie mich eben dafür bezahlt. Ja, wenn ich aber sage, hallo, mein Name ist Ferbers, ich bin Makler, ja, dann ist es was ganz anderes. Da schließen Sie einen Maklervertrag ab. Ja, und bei einem Maklervertrag, ja, da muss man eben nicht damit rechnen, dass erfolgsunabhängig eine Provision fällig wird. Okay, deswegen ist das ein Verstoß gegen 307 Absatz 2 Nummer 1. Gucken wir uns zum Abschluss noch den 307 Absatz 2 Nummer 2 gemeinsam an. Der betrifft die sogenannte Kardinalpflichtenrechtsprechung. 307 Absatz 2 Nummer 2. Da ist es, eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Also, wenn wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Vertragsnatur ergeben,
Wenn die so eingeschränkt werden, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, dann ist das ein Verstoß gegen 307 Absatz 2 Nummer 2. Auch das ist nicht wirklich verständlich, wenn man es isoliert liest. Deswegen folgende Erläuterung. Der 307 Absatz 2 Nummer 2, der greift die sogenannte Kardinalpflichtenrechtsprechung auf. Es ist so, früher, ja, das gibt es also generell nicht nur für 307 Absatz 2 Nummer 2, aber früher gab es gar keine Vorschriften zu den AGB. Ja, also die sind nicht mit dem BGB in Kraft getreten, sondern früher gab es das gar nicht. Früher hat die Rechtsprechung das irgendwie so ein bisschen aus 242 entwickelt. Dann gab es irgendwann ein eigenes AGB-Gesetzbuch, ja, das AGBG, ja, das Gesetzbuch über die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und erst 2002 ist das dann in das BGB überführt worden im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung. So, der 307 Absatz 2 Nummer 2, der greift das auf, was die Rechtsprechung in ihrer Kardinalpflichtenrechtsprechung judiziert hatte. Und zwar Kardinalpflichten, also sozusagen diejenigen, die hier nicht eingeschränkt werden dürfen. Das sind, so die Rechtsprechung, solche, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Vertragspartner deshalb regelmäßig vertrauen darf. Ich zeige Ihnen dazu einfach mal ein Beispiel, damit Sie wissen, um was es sich da handelt. In den AGB des Vermieters V befindet sich unter anderem die folgende Klausel. Führt ein Mangel des Mietobjekts zu Sach- oder Vermögensschäden, so haftet der Vermieter gegenüber dem Mieter für diese Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. So, Denkaufgabe für Sie. Verstößt dieser Haftungsausschluss gegen 309 Nummer 7a und b? Verstößt dieser Haftungsausschluss gegen 309 Nummer 7a und b? Der ist ja vorrangig zu prüfen, ne, vor dem 307 Absatz 2. Bitte. Genau, 309 Nummer 7a, kein Verstoß, denn es geht ja hier nur um Sachschäden. Es steht ja drin, führt ein mangelndes Objekt zu Sach- oder Vermögensschäden. Also kein Verstoß gegen 309 Nummer 7a. Wie sieht es aus mit 309 Nummer 7b? Ja, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, also für die beiden Sachen haftet er ja. Ganz genau. Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit hat er von dem Haftungsausschluss wieder ausgenommen. Ganz genau. Deswegen kein Verstoß gegen 309 Nummer 7a und b. Haftung für Körperschäden ist nicht eingeschränkt, denn es wird ja hier nur auf Sachschäden Bezug genommen. Und die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit hat der Vermieter ja explizit vom Haftungsausschluss ausgeschlossen. Minus mal Minus gibt Plus, das bedeutet, er haftet darüber wieder. Okay, gut. Warum ist das aber ein Verstoß gegen 307 Absatz 2 Nummer 2? Warum ist das ein Verstoß gegen 307 Absatz 2 Nummer 2? Welche Kardinalpflicht des Vermieters wird hier so eingeschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird? Die Formulierung ist ein bisschen pathetisch, aber... Ja? Der Vermieter hat ja dafür zu sorgen, dass kein Mangel des Mietobjekts besteht. Also ja, ganz genau. Der Vermieter ist verpflichtet, die Mietsache mangelfrei zu überlassen. Und das ist natürlich eine absolute Kardinalpflicht. So, jetzt sage ich mal ganz blöd, aber die Pflicht des Vermieters, die Sache mangelfrei zu überlassen, die wird ja gar nicht eingeschränkt. Da steht ja nicht drin, der Vermieter darf eine mangelhafte Sache leisten, sondern es steht nur drin, es wird dann nur unter bestimmten Voraussetzungen gehaftet. Ja, aber durch die Menge des Mietobjekts soll es ja erst zu Sachen von Menschen kommen. Ja, ganz genau. Wenn ich natürlich die Haftung einschränke, für den Fall, dass ich als Vermieter meiner Kardinalpflicht nicht nachkomme, dann schränke ich natürlich auch die Kardinalpflicht selbst ein. Okay, logisch. Ne? Also, die Pflicht zur vertragsgemäßen Gebrauchsüberlassung, das ist eine Kardinalpflicht des Vermieters. Und diese Kardinalpflicht, die wird natürlich selbstverständlich eingeschränkt, wenn der Vermieter hingeht und sagt, ja, sollte ich die verletzen, diese Pflicht, ja, dann hafte ich nur in Ausnahmefällen, nämlich bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Okay? So, durchatmen, frohe Weihnachten, guten Rutsch.